Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend, lieber Matthias, vielen Dank. So macht man das, die Latte so richtig schön niedrig legen. Dann ist es auch ganz leicht, eine Rede zu halten. Man kann ja gar nicht scheitern mehr. Also danke für dieses vergiftete Kompliment hier als Einstieg. Und jetzt ist auch die Antwort ein bisschen gegeben, warum ich eingeladen wurde, aus Schleswig-Holstein vielleicht hierher zu kommen. Beziehungsweise als ich reinkam in diesen Saal, traf ich Hartmut May vom NABU und der begrüßte mich ganz freundlich und sagte, schön, dass du da bist. Wir gucken ja manchmal hoch in den Norden, was ihr da so treibt. Und ich habe gesagt, ja, ich gucke auch manchmal runter in den Süden. Was soll ich auch anderes machen? Ich wohne in Flensburg, ich arbeite in Kiel. Also jemanden, der mehr nach Süden guckt, den gibt es wahrscheinlich kaum. Aber das Besondere an eurem, liebe hessischen Grünen, und diesem, ihrem Neujahrsempfang ist, dass ja nicht nur nach Süden geguckt wird, wenn man auf Hessen guckt, sondern auch von Süden nach Norden. Ihr seid sozusagen tatsächlich im Mittelpunkt dieser Republik und zwar nicht nur geografisch, sondern tatsächlich auch immer wieder und immer häufig und gerade für die Grüne Partei auch politisch im Mittelpunkt. Und deswegen ist es eine besondere Ehre, diese Einladung bekommen zu haben und vielleicht von außen, von Nord, von Süd, einmal auf die hessische grüne Politik vor allem zu schauen. Ich jedenfalls habe mich gefreut, diese Einladung anzunehmen. Und dass Nord und Süd nicht so ganz einfach auseinanderzuhalten ist, das will ich ganz kurz noch erläutern zur Dänenampel. Es ist ja tatsächlich so, es heißt Südschleswischer Wählerverband. Die dänische Bevölkerung lebt aber im Norden von Schleswig-Holstein. Der nördliche Landesteil heißt Schleswig. Warum heißt der dänische Wählerverband also Südschleswischer Wählerverband, wenn es um den Norden von Schleswig geht? Nun, weil auf der anderen Seite der Grenze eben auch noch der Landesteil Schleswig ist und die Schleswig-Holsteiner, die Deutschstämmigen, die da leben, nennen sich Nordschleswiger. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie das geht. Und daran sieht man, dass das mit rechts und links nicht so einfach ist, wie Hans Jandl gesagt hat, mit Nord und Süd eben auch nicht. Und wenn ich diese ein bisschen babylonische Sprachverwirrung gleich mitnehmen darf, möchte ich einmal kurz auf Schwarz-Grün zu sprechen kommen. Denn tatsächlich ist das Schubladendenken, was Schwarz-Grün denn ist, auch nicht so einfach. Jedenfalls ist das mein Eindruck, wenn ich auf eure Koalition gucke und die zwei Jahre, die ihr hier geleistet habt. Die politik-feuilletonistische Diskussion, die ich über Schwarz-Grün verfolgt habe, bevor in Hessen Schwarz-Grün aufgelegt wurde, hat eigentlich im Kern immer gesagt, ja, da gibt es zwei Parteien, die eben auch konservative, bewahrende, schützende Ansätze haben und an der Stelle sich vielleicht einigen können. Sie streiten sich über progressive Politik, über die Energiewende, über Atompolitik, über Integrations- und Innen- und Rechtsfragen, aber Schutz der Natur und eine Heimatverbundenheit, das verbindet sie irgendwie und wenn man das andere mal schön ausblenden kann, dann gibt es da vielleicht so eine Art Schnittmenge kleinster gemeinsamer Nenner und auf der Basis muss dann sozusagen aus der Heimatnähe heraus dann ein schwarz-grünes Gewächs wachsen. Und das stimmt auch in einem gewissen Teil. Und wer die Leistungsbilanz eurer Arbeit gesehen hat, der wird diesen Teil erkennen. Schutz von Umwelt, Versuch, industrielle Form der Landwirtschaft ein Stück weit zu begrenzen oder zurückzuhalten, das ist ja ein bestimmter Anteil der Politik, Schutz von Artenvielfalt, Schutz von Gewässern, Schutz von Lebensgrundlagen. Da trifft sich dieser werterhaltene, warum soll man das als Grüner nicht sagen, dieser Heimatgedanke, einen Raum zu gestalten, der uns Lebensraum, Verantwortungsraum sein kann tatsächlich. Aber, und das ist das Interessante daran, die Technologieoffenheit, die Freundlichkeit, der Teil der Moderne zu sein, die Entwicklungs- und Innovationskraft, die ist genauso Teil des Bündnisses. Und das ist davor am Feuilleton nicht so gesehen worden. Man hätte im Grunde gar nicht gedacht, dass Hessen, auch mit der politischen Geschichte, die ich so aus den Augenwinkeln von Norden nach Süden schauend zuvor mitbekommen habe, dass nun ausgerechnet Hessen, wo die Nähe, wenn ich das sagen darf, zwischen CDU und Grünen mir nicht so ganz automatisch gegeben zu sein schien, dass nun Hessen aber auch wegen seiner Flughäfen, seiner Industrie, seiner Finanzwelt, dass gerade Hessen nun das schwarz-grüne Probierland wird, ist eigentlich erstaunlich. Und das ist das Erstaunliche, dass es funktioniert und zwar nicht nur aus einem konservativen Gedanken heraus, sondern tatsächlich aus einem Fortschrittsgedanken heraus. Und es ist für die Grünen, für meine Partei eine Ermutigung, sich auch nicht nur einengen zu lassen in eine bewahrende, früher hätte die CDU gesagt, Nein sagen, eine Partei, sondern Fortschrittspartei zu sein und die Moderne und die Zukunft zu gestalten und wenn es nach mir geht, auch zu gewinnen. Das macht ihr hier in Hessen und ihr macht es
fast genauso wie wir in Schleswig-Holstein. Und das ist das Erstaunliche. Keine Angst, ich referiere jetzt nicht die Leistungsbilanz von Schleswig-Holstein. Aber wenn man die vielen, vielen Namen vorbeiziehen lässt, würde man, gut, wir haben keinen Flughafen, aber ansonsten ist sehr, sehr viel sehr ähnlich. Ich weiß gar nicht, was da so witzig ist daran. Dafür haben wir 10 tote Pottwale, die gerade vor unserer Küste treiben. Die habt ihr auch nicht. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Und das ist tatsächlich, nach 2 Jahren von außen auf Hessen zu schauen, festzuhalten, die Erfolge, die Handschrift, das Grüne in einer Regierung ist offensichtlich durchzusetzen mit verschiedenen Koalitionspartnern. Das, finde ich, ist ein sehr lehrreiches Stück. Und vielleicht freuen sich ja auch die Koalitionspartner, egal von welcher Couleur sie kommen, dass sie endlich mal das Richtige machen dürfen. Zwei Jahre seid ihr in der Regierung. Ich bin seit 3,5 Jahren in der Regierung. Das ist für Schleswig-Holstein eine echte Leistung. Wir hatten davor 3-mal abgebrochene Legislaturperioden aus verschiedenen Gründen, gescheiterte Regierungsbildungen, die dann in persönlichen Hakeleien oder weil sie nicht verfassungskonform waren, beendet wurden. Seit die Grünen mit an der Regierung sind, haben wir stabile Verhältnisse. Und das meine ich ganz ernst, auch als Auftrag für uns alle, aber sicherlich auch für unsere Partei. Ich habe eben schon so im Vorbeigehen das Wort Heimat in den Mund genommen. Ich würde es gerne erweitern. Matthias hat es ja vorgegeben, es ist eine besondere Zeit, eine fordernde Zeit. Vielleicht, es ist ja immer so ein bisschen schwer zu erkennen, wann tatsächlich Ereignisse stattfinden, die dann Geschichte prägen und Zeit prägen. Also ja, der Ernst des Lebens beginnt. Wer hat das nicht schon in seinem Leben 10-mal gehört und immer wurde es immer ernster? Aber es gibt natürlich prägende Momente, entscheidende Phasen in der Geschichte, nach denen alles anders ist, wie Wiedervereinigung oder Terroranschläge, glückliche oder fürchterliche Momente. Und nun kann man vielleicht nicht genau sagen, dieser eine Moment hat die Zeit verändert. War es die Silvesternacht von Köln? War es der Anschlag auf Charlie Hebdo vor einem Jahr? War es der andere Anschlag in Paris? Waren es Entscheidungen, Kriegseinsätze zu fahren oder eben auch nicht zu fahren? Man weiß es nicht genau. Aber dass diese Zeit eine definierende Zeit für unsere politische Generation ist, dass irgendwo in dieser Zeitspanne der Jahre 15, 16 und vielleicht auch darüber hinaus noch das Jahr 17 oder 18 Geschichte geschrieben wird, das spürt man, finde ich. Das spürt man bei jedem Neujahrsempfang, das spürt man bei jedem Jahreswechsel. Und an dieser Stelle ist das Staatstragende ein, ich würde vielleicht sagen, grüner Republikanismus, ein Bekenntnis zu den Institutionen des Staates, aber auch ein Bekenntnis zu den Werten, die diese Republik prägen, entscheidend. Und es ist was Neues und auch was faszinierend Neues, das einmal zuzulassen und auszusprechen im Pathos, den solche Worte haben, aber auch im konkreten Regierungshandeln. Wir haben in Schleswig-Holstein und ich glaube, ihr in Hessen auch, in diesem Haushalt die Stellen für Polizei enorm erhöht. Nach vielen, vielen Jahren, egal welche Regierung davor, immer war die Polizei, gut, es wurde nicht gespart, aber es wurde auch nicht erweitert und die Aufgaben sind erweitert. Und wir haben auch noch die Stellen des Verfassungsschutzes erhöht im Landeshaushalt. Tarek nickt ihr wahrscheinlich auch, Tarek kann ich jedenfalls gerade sehen. Das stand in keinem grünen Wahlprogramm, eher das Gegenteil. Und trotzdem wurde es gemacht und trotzdem war es richtig, das zu tun. Und es ist keine Schande, finde ich, in dieser Zeit seine eigenen Annahmen mal zu überprüfen und zu gucken, ob nicht neue Herausforderungen auch neue Antworten bedürfen. Das ist mir allemal lieber, als auf die zu hören, die immer schon alles richtig wussten und immer alles besser wussten und immer genau sagen konnten, wie es geht. Es ist eine Zeit, vor der man Angst haben kann. Matthias hat es gesagt. Eine Zeit, so ging es mir auch persönlich, wo man beklommen in das neue Jahr geht. Sonst ist ja das neue Jahr, jedenfalls in meinem Leben, eigentlich immer so ein Moment, wo man sich neue Vorsätze macht, so ein bisschen den Tisch sauber macht und sagt, so nächstes Jahr. Und dann kommen die persönlichen Vorsätze, mehr Sport und weniger Trinken. Prost an die, die schon Sektglas in der Hand haben und die nicht regen müssen. Und natürlich vielleicht auch ein paar politische Vorsätze. Aber in diesem Jahr war es schwieriger. Man ist
mit einem merkwürdigen Gefühl aus dem Jahr 2015 rausgegangen und das Jahr 2016 hat schon so viele schlimme Ereignisse gebracht, dass sich das gar nicht anfühlt, als hätte es jemals einen Neustart in das Jahr 2016 gegeben. Tatsächlich eine Zeit, die Angst machen kann, wo man den Kopf in den Sand stecken möchte. Die entscheidende Frage ist, gibt es genug Leute, die den Kopf nicht in den Sand stecken, die ihn oben behalten, die auch mal dem Gegenwind trotzen, die versuchen, den Horizont weiter zu sehen, den Kompass zu eichen, eine Wertediskussion in der Gesellschaft zu halten? Und gibt es eine Politik, die keine Angst macht, die diesem Angstmachen nicht nachgibt, sondern eine Politik, die Mut macht, die um Lösungen ringt, die Antworten gibt, um diese Gesellschaft nach vorne zu führen, in die Zukunft zu führen, reicher zu machen, statt sie zu zerlegen in lauter Vorurteile und geschlossene Weltbilder? Das ist die entscheidende Frage des Jahres 2016. Und um es vielleicht einmal konkret zu machen, was das bedeutet und wie groß die Aufgabe sein kann, nehme ich die beiden Themen, die in euren Ministerien, die dann ja auch in weiten Teilen Schnittmengen mit meinem Ministerium sind, beheimatet sind. Es ist angesprochen worden in eurem Chart, was ihr alles für Landwirtschaft, Naturschutz, Umweltschutz tut, in einer Situation, wo es den Bauern richtig dreckig geht. In einer Situation, wo die Landwirte mit jedem Liter Milch, den sie melken, Minus machen. Und daraus häufig die Konsequenz ziehen, ja, wenn wir schon so wenig für das kriegen, was wir tun, dann möglichst viel von dem Wenigen zu produzieren, damit es ein bisschen mehr ist. Also noch mehr zu melken, noch mehr Tiere zu halten. Dass dieses System in sich dann langsam schwierig wird, erkennen jetzt langsam einige. Aber die Frage, wie wir produzieren, wie wir die Tiere halten und dann die ganzen vielen Fachfragen, wie man Schwänze kopiert und ob das sein muss und ob Kühe Hörner haben und so weiter, sind im Jahr 2015 keine Fußnotenfragen mehr geworden, keine Sternchenfragen. Wenn uns nichts mehr einfällt, wenn wir alle satt sind und uns es gut geht, dann machen wir auch noch Agrarpolitik. Genauso im Klimabereich, die Zeit, wo man sagt, naja, eine reiche Gesellschaft, die diskutiert dann auch mal darüber, dürfen es noch ein paar Solarpaneele auf dem Dach mehr sein und legen wir die Stromleitung oder über oder unter die Erde. Aber in Wahrheit ist die Welt doch eine ganz andere Welt und die reale Politik, die wichtige Politik, findet woanders statt. Das, glaube ich, ist in dem Jahr 2015 zusammengebrochen. Wenn ich versuchen würde, die Welt zu sortieren, dann ist die Innenpolitik das, was grüne Themen häufig als innenpolitische Themen gesehen hat, im Jahr 2015 außenpolitisch geworden. Ich sage nicht, dass der Aufruhr der Welt, die vielen Kriege, die wir haben, Klimakriege sind oder Agrarkriege sind oder Energiekriege sind, aber dass alle diese Fragen Bestandteile der Konflikte sind, das ist inzwischen mehr als überdeutlich. Syrien hatte die 4 trockensten Jahre seit 100 Jahren direkt vom Ausbruch des Bürgerkriegs. Es gab UN-Studien, WikiLeaks hat sie herausgegeben, die gesagt haben, 2008 schon, wenn das so weitergeht, gehen eine Million Leute aus dem ländlichen Raum in die Städte. Gut, ein stabiles, demokratisches, freundliches Regime wäre damit klargekommen. Ein korruptes, von Verbrechern regiertes Regime, ein intolerantes Regime macht daraus religiöse Spannungen und Fanatismus und führt dieses Land dann direkt in den Krieg. Aber dass die Leute das Land verlassen haben wegen einer falschen Agrarpolitik und wegen Wassermangel und wegen Klimamangel, ist eindeutig so. Jordanien hat in den letzten 20 Jahren den Wasserspiegel, den Grundwasserspiegel um 60 Meter absenken müssen. Es ist für die Menschen, für die Kleinbauern in Jordanien unmöglich mehr, Wasser, also eigene Landwirtschaft zu betreiben. Auch ist er abgesenkt worden, nicht nur wegen der Trockenheit, Klimakrise, sondern auch wegen einer falschen Bewirtschaftungsform, weil Cashcrops und Produkte für den reichen Norden dort angebaut worden mit extremem Wasserhunger. Nigeria verliert jedes Jahr 300.000 Hektar fruchtbares Land, was in Nigeria so fruchtbares Land heißt, an Devastation, an Wüstenbildung. Wie man sich vorstellen kann, dass Sicherheits- und Friedens- und Außenpolitik in Zukunft stattfinden kann, ohne Klimapolitik zu sein, ohne Agrarpolitik zu sein, ohne die Lebensgrundlagen von Menschen zu berücksichtigen, das kann mir keiner mehr erklären. Die Innenpolitik, die grünen Themen der Innenpolitik sind im letzten Jahr außenpolitische Themen geworden. Und die Außenpolitik ist im letzten Jahr Innenpolitik geworden. Und zwar ganz konkret. Die Menschen, die wir abends in der Tagesschau an den Bahnhöfen von Ungarn gesehen haben, waren 3 Tage später an unseren Bahnhöfen in München oder in Frankfurt oder auch in Wiesbaden oder in Flensburg.
Die Leute, die gleichen Leute, die wir gesehen haben, die in Lesbos aus den Booten geklettert sind und ihre kleinen Kinder geschüttelt haben, vielleicht sind sie ja auch wieder lebendig geworden, die sind 14 Tage später hier an unseren Bahnhöfen gewesen, haben um unsere Herberge, um unseren Schutz, um unser Essen gebeten. Selten ist Außenpolitik, ist Weltpolitik einem so nahe gekommen, physisch nahe gekommen. Die Zeit, wo man sich in seinen Sessel legt und sagt, auch heute Abend gucke ich nochmal Tagesschau, so ein bisschen vom Tatort und dabei esse ich ein bisschen Chips oder trinke ein Bier, das geht mich ja alles nichts an, das ist eine gute Unterhaltung. Auch das ist in dem Jahr 2015 im Übergang zu 16 völlig zusammengebrochen. Es ist tatsächlich eine Zeit, wo sich die Welt neu ordnet und wo das, was immer Claim meiner Partei war, lokal denken, global denken, lokal handeln, genau wie ich mich eben versprochen habe, umgekehrt werden muss. Wir müssen ein bisschen mehr auch global handeln. Wenn man das zusammennimmt, den Appell für eine Politik, die keine Angst macht, die dem Sorgen zwar zuhört, aber Antworten gibt und diese Verkehrung von politischen Themen, wenn man das zusammennimmt, dann sieht man, wie groß die politischen Herausforderungen sind. Dass wir durch das Jahr 2015 gekommen sind, liegt an der Zivilgesellschaft. Das muss man eindeutig sagen. Es ist im Grunde beschämend für die staatlichen Strukturen gewesen, dass sie nicht in der Lage waren, die Menschen, die zu uns kamen, vernünftig zu betreuen. Ohne die vielen Ehrenamtler, ohne das Deutsche Rote Kreuz, ohne die Feuerwehr, ohne die Polizei, die entgegen des Dienstplans Überstunden gemacht hat, wäre das alles zusammengebrochen. Deutschland hat im letzten Jahr das freundliche Gesicht gezeigt und gegen alle Unkenrufe, gegen Pegida und AfD und Brandanschläge muss man doch einmal konstatieren, dass die zivile Mitte der Gesellschaft intakt ist, wie ich es mir habe nie erträumen können. Deutschland ist ein starkes Land geworden. Es zeigt ein super freundliches Gesicht und wir alle sind gut beraten, dafür zu sorgen, dass das auch in Zukunft weitergeht. Aber dass das so kommt. Dass das so kommen konnte, das lag an den Menschen, die es gemacht haben. Und danach aufsteigen von der Kommunalpolitik über die Landespolitik und, sorry, wenn ich das so sage, als allerletztes dann irgendwann auch die Bundesregierung und die Bundespolitik, hat sich die Politik dem angeschlossen. Aber die Entscheidung haben die Menschen gemacht. Und das ist doch eine super Botschaft, eine mutmachende Botschaft, gerade kurz vor der Kommunalwahl, dass man tatsächlich durch Engagement in eigenem Leben Politik verändern kann, dass die Republik so aussieht, wie sie jetzt aussieht, bei all den Schwierigkeiten, die da sind. Das ist entstanden aus der Breite der Bevölkerung. Wir hätten eine andere Politik, wenn die Menschen sich anders verhalten hätten. Das heißt doch auch, dass Kommunalwahlen, das bürgerliches Engagement, das Engagement in die Politik super ermutigend ist. Das ist die Zeit, wo man sich einbringen muss, einbringen kann. Das ist die Zeit, die unsere politische Generation definieren wird. Und das spüren die Leute. Das nicht kaputt zu machen, das zu erhalten, das zu überführen in ein, jetzt setzen Sie, wenn Sie von anderen Parteien können, Ihren Republikanismus davor, aber in eine Organisationsform von Staatlichkeit, die das, was so faszinierend ist für die Menschen, die zu uns kommen, bewahrt und hält, nämlich jedem in seinem Recht zu lassen. Das ist doch das, was unsere Republik ausmacht, dass der individuelle Anspruch auf Glück, auf Freiheit, auf Frieden bewahrt bleibt, der individuelle Anspruch und verteidigt werden kann. Und das gilt selbstverständlich für Frauen, das gilt für jede Form von Minderheiten, das gilt für jede Form von Religion, das gilt für jeden, der Schutz sucht, im Guten wie im Schlechten. Das Versprechen ist, man wird als einzelner Mensch hier betrachtet, aber man muss auch die Menschen in ihren einzelnen Rechten gewähren lassen und darf es nicht überschreiten. Darum geht es, gegen ein geschlossenes Weltbild, gegen Pauschalisierung, gegen pauschalisierende Aburteilung, darum, das Menschliche, die Menschen in ihrer Eigenheit zu sehen. Deswegen glaube ich, bei allen Versuchungen Angst zu haben, bei aller Verführung den Kopf in den Sand zu strecken, bei allen Größen der Probleme, die es gibt, faktisch ist das Jahr 2016 eine fantastische Einladung, sich einzubringen, sich politisch zu engagieren, wo man es für geraten hält, aber die Werte, auf die wir alle so stolz sein können, diese Werte zu verteidigen. Dass das in Hessen so sein kann, und ich meine, ich sprach schon von Nord nach Süd guckend, ihr fangt an mit dem Wahljahr Hessen. Es ist die Kommunalwahl in Hessen, die das erste Vorzeichen für die vielen, vielen Wahlen in 2016 gibt. Deswegen zu Recht, sagt Matthias,
und sagen alle hier im Raum, zu Recht werben wir darum, dass möglichst viele Menschen sich engagieren. Wenn sie das Kreuz bei der Farbe machen, die diesen Raum so schön erhält, soll mir das recht sein und euch auch. Wenn sie das Kreuz bei einer anderen demokratischen Partei machen, dann ist es auch in Ordnung. Aber dass die Wahlen entscheidend sind, dass politisches Engagement entscheidend sind, das wird dieses Jahr 2016 so deutlich zeigen wie kein anderes zuvor. Liebe Hessen, euch Glück auf dafür, viel Kraft für die Aufgaben, die anstehen, und jetzt ein schönes Feiern. Lasst uns beschwingt und mutig in das Jahr 2016 gehen. Dankeschön. Applaus